6. Alter, anstatt er die einfach wegwirft. Nein, der isst sie einfach. Spiel, Alter, das Spiel. So, 11. Schicht haben wir jetzt. Dann schauen wir mal. Erstmal hier die Onion Rings einsammeln. Ich beeile mich wieder ein bisschen. Nicht böse sein. Weil ich will es ja schaffen, ne? In der Hoffnung, dass uns wieder gleich wieder ein paar Chips-Tüten am Boden spawnen. Und er uns wieder... Der will uns wahrscheinlich verfüttern oder so. Der will uns fett machen. Hm, so wie bei Hänsel und Gretel. Na, hallo? Ehrlich jetzt? Das ist der Föhn, ne? Oder? Das müsste theoretischerweise der Föhn sein. Bin mir gar nicht so sicher. Da liegt schon eine Chips-Tüte. Ernsthaft? Nein. Ist der Staubsauger? Nein. Dumm, dass die Türen auch von außen aufgehen, also nach außen, anstatt nach innen aufgehen. Mach den Fernseher aus. RTL wird heute nicht geguckt. Kannst du einen neuen Live gucken. Sexy Sportclips oder sowas. Aber das mit den Chipshüten finde ich schon sehr mies, muss ich sagen. Ich bin gespannt, was da noch so auf uns zukommt. Da kommt wahrscheinlich noch viel, viel mehr. Ach, ernsthaft. Ich habe dir gesagt, es wird kein Fernseher geguckt um die Uhrzeit. Hast du mal auf den Wecker geguckt? Häuptling, lachender Vogel? Oder grimmiger... Wie hieß der nochmal? Grimmige Gans? Nee, wie hieß der nochmal? Ich habe den Namen vergessen. Aber das Spielprinzip ist jetzt nicht so, also so Gameplay ist jetzt nicht so, wow, haut mich jetzt nicht so vom Hocker. Ich warte nur darauf, dass was passiert. Das müsste jetzt... Eieiei. Das müsste der Kühlschrank sein. Ja. Okay, noch eine Sache. Wo ist die letzte Sache? Die ist hier die Flasche. Gut, 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 Alter. 11. Schicht, ich scheiß mir in der Hose, Alter. Puh. Ich habe Angst, dass wir es zeitlich... Alter, 3 Uhr. Boah, jetzt sind wir aber super schnell durch. Sind wir aber super schnell durch, ne? 3 Uhr jetzt gerade auf dem Wecker gehabt? Alter. Puh. Genau, lustiger Vogel und grimmige Feder. Das ist wahrscheinlich die grimmige Feder. Die lustigen Vogel immer. Oder es ist wahrscheinlich ein lustiger Vogel, weil immer am Lachen im Hintergrund. So. Ich weiß, für YouTube wahrscheinlich. Na, was machst du? Ja, war klar. Oh, guck mal hier. Chipshüte. Chipshüte. Ernsthaft? Wenn mal so meine Nachtschichten abgelaufen wären, damals auf der Arbeit. Wo so jemand gehabt hätte, der gelacht hätte. Nee, ist vorne, ne? Glaube ich zumindest. Ja, Jones Diner am Apparat. Ihre Bestellung, bitte. Hallo. Ich hätte gern ein Burger mit Käse und Schinken. Und möchte gern einmal bei Ihnen anrufen auf Ihr anderes Festnetztelefon. Ah, komm, ernsthaft. Sorge, früher ist es so laut. Was mache ich denn? Oh, Alter. Oh mein Gott, Joe Steiner. Hi, Craig, my friend. Welcome to Live Let's Play. Joe Steiner. So, okay, let's go. So, lalalala. Es bleiben, glaube ich, immer bei 10 Gerichten, weil sonst wäre es echt zu viel, auch mit der Zeit her. So, ich fange wieder hinten an. Macht Sinn. Weil dann brauchen wir den Weg nicht so weit laufen immer. Dann haben wir nachher nur noch vorne die Sachen, die wir abräumen müssen. Lalalala. Aber das wäre jetzt mega, wenn ich jetzt das erste Mal das Spiel spiele. Ich spiele es jetzt, wie gesagt, auch zum ersten Mal. Und wenn ich es jetzt beim ersten Mal direkt durchschaffe mit allen 30 Nachtschichten, das wäre schon... Das wäre ein Traum, aber ich glaube nicht, dass es passieren wird. Ich glaube nicht.
Ja, grimmiger Vogel macht gerade sich einen Tee, aber jetzt nicht. Gerade keine Zeit dafür. Mach dir lieber einen Kaffee. Kaffee. Kaffee, Kaffee. Kommst du von der Schicht? Was Leckeres gibt es nicht als Currywurst. So, er lacht schon wieder im Hintergrund. Hallo? Uah. So, 6 Gerichte noch. Ja, das Telefon klingelt, wir müssen eh nach hinten. So, hier ist am Tisch nichts. Hier auch nicht. Auch nicht. Hier ist noch eine Chips-Hüte. Chips, I like Chips. Chips, Chips. Aber vor allen Dingen, wer legt denn bitte die Chips dahin? Weißt du, als ob der Geist da so durch die Gänge fliegt? So, ich leg mal ein paar Chips-Tüten dahin, weißt du? Vielleicht läuft er ja da rein und macht Krach, damit der lustige Vogel wach wird. Wie hohl. So, gucken wir mal. So, hier haben wir noch eine Flasche, nehmen wir noch mit. Dann haben wir noch 4 Sachen danach. Ich weiß, geht ein bisschen schief. Aua, Alter. Aber ich sag euch jetzt schon, Pineview Drive, ja, kündige ich jetzt mal an für die Leute, die nicht wussten, was für ein Spiel kommt. Als nächstes ist das nächste Horrorspiel. Pineview Drive wird viel, viel schlimmer, weil Pineview Drive, ist ein schwieriges Wort, ist mehr so auf Psycho-Horror ausgelegt, weil... da passieren noch viel, viel mehr Dinge. Viel, viel mehr Dinge. Ich darf nicht mehr so viel rennen, Alter. Hurra. Ernsthaft? Da passieren viel, viel mehr Dinge und das ist ein riesen Anwesen, wo man rumläuft und so und tralala. Wo ist denn... Ich habe so ein bisschen die Orientierung gerade verloren, weil ich gerade nicht mehr... Weil ich gerade nicht mehr weiß, was ich abräumen soll. Ich habe... Der ist abgeräumt. Ah, hier. Okay, noch eine Sache danach. Wir haben es, glaube ich, 4 Uhr. Nicht, dass ich sehe. Ja, 4 Uhr. 4 Uhr geht ja noch einigermaßen. Da können wir noch entspannt noch ein bisschen rumlatschen. Hallo. Das müsste der Kühlschrank sein. Wo ist das letzte Gericht? Oder es ist der Eischrank. Tatsache. Wo ist denn das letzte Gericht? Ich finde das letzte Gericht nicht. Ah, hier. Oh Gott sei Dank, Alter. Ich habe keine Zeit. Ja, Alter. Ja, das wird knapp. Müsste der Föhn sein. Ich glaube, es ist der Föhn. Guck mal hier. Ich lebe noch bei einer Chipstüte vom Klo. Ist bestimmt lustig. Das ist ja nicht. Das ist bestimmt wahrscheinlich hier im Männerklo. Oh, Alter. Was passiert, wenn es so laut bleibt? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Wie gesagt, ich gehe nicht so auf Fragen ein. Also nicht böse sein. Ne, wegen Live-Let's Play und so. War jetzt mal eine Ausnahme. Themen kann man gerne besprechen. Wenn ihr Themenvorschläge habt oder so, können wir gerne ein paar Themen... Können wir ein paar Themen besprechen. Aber ansonsten, ja, ich habe hier sowieso eine Nachtschicht vor mir. Da läuft mal wieder das Waschbecken über. Ich glaube, ich sollte mal ins Badezimmer gehen und sollte mal den Klempner Mario rufen, damit er mal hier das Leck stopft. Guck mal hier. Ist es hier? Ja. So. Lalalala. Also eine Flasche. Da lag auch noch was. Dann nehmen wir gleich mit. Auf dem Tisch hier auf der Theke liegen auch noch Sachen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie weit das geht. Ob das noch schlimmer wird dann später. Ob das noch stressiger wird. Weil jetzt geht es einigermaßen noch. Also man kriegt eigentlich einigermaßen das noch hin. Wir sind gerade bei Schicht 13. Für die Leute, die fragen, was hier oben über meine Hackfresse steht. Da steht Schicht 13. Ja, natürlich. Wir sind bei der 13. Schicht. Es gibt insgesamt, glaube ich, 30. Das Telefon klingelt. Ich gehe gleich dran. Das ist übrigens meine, ist meine Oma, die da dran ist. Die will mir nur sagen, dass ich gleich Feierabend habe.
Warte. Da muss ich. Da habe ich mir direkt verschluckt bei. Da wollte es eigentlich so eine Oma imitieren. Hallo, Junge. Du hast gleich Feierabend. Ja, Mama. Ja, Oma. Mama vor allen Dingen. Okay, das müsste. Das müsste hier sein. Ja. Da ist noch das. Drei Gerichte noch. So, da ist noch eine Flasche. Die nehmen wir mit. Ist jetzt natürlich sehr, sehr spannend. Vor allem die ganze Zeit die Gerichte hier aufzusammeln. Ich weiß, ich kann es leider nicht ändern, aber ich würde gerne. Was ist das denn für ein. Ist es das Telefon, was hinten im Büro liegt? Ja, ist es, glaube ich. Gott sei Dank, Alter. Vor allem, weil die Chips-Tüten am rumliegen. Sag mal, hat der einen Chips-Fetisch oder was? Der Häuptling, Kreixen, lachender Vogel. Oder Kackvogelhaufen, wie auch immer er heißt. Ich weiß es nicht. So, ein Gericht noch. Ich weiß nicht, wo es liegt. Ich schau mal eben. Da ist es nicht, da nicht. Da ist es. Wieder das Gericht. Ich vergesse immer wieder auf der Theke das. Wie spät aber? Ja, 4 Uhr, das passt ja. Na, so. Ich will keinen Kaffee. Mach 6 Uhr. Ich will mal irgendwas zu trinken ein. Wir haben ja die Zeit. Hör auf zu lachen! Ich hab gesagt, halt die Schnauze! Entschuldigung. Ja, ich muss mich konzentrieren. Nee, aber wie gesagt, nicht böse sein, ne? Aber ich will es versuchen halt zu schaffen, ne? Deswegen, also. Aber ich kann mir schon gut vorstellen, dass es vielleicht noch ein bisschen stressiger wird später. Hier steht 13. Schicht. Wir sind bei der 13. Schicht. Wohlgemerkt, beim ersten Durchlauf. Ich spiele zum allerersten Mal. So, dann wollen wir mal. Fangen wir wieder von hinten an, wie gerade auch wieder. Sind immer 10 Gerichte, Gott sei Dank. Ich habe es ja schon erwähnt, es ist, ja, ist mir egal. Ich glaube, mehr wie 10 schafft man da, glaube ich, auch gar nicht, auch von der Zeit her. Und, Alter, was? 28? Alter, wie viele Zuschauer? Seid ihr wahnsinnig? Vielen lieben Dank und willkommen zur Let's Play Live-Show, zum Live-Let's Play. Seid ihr... Uah, die Kaffeemaschine. Seid ihr wahnsinnig und vielen lieben Dank. Alter, seid ihr verrückt? Wir spielen gerade hier Joe's Diner... Na, Joe's Diner im Live-Let's Play. Von dem, was für ein runtergekommener Diner das ist, ne? Das ist abnormal. Hier würde ich nie was essen, wenn ich die Küche sehen würde. Alter, würde ich das Kotzen kriegen. So, da ist noch das. Das ist Fax wieder. Ich glaube, der Geist will mir einen Fax schicken. Ich bin mir gar nicht so sicher. Wahrscheinlich drauf steht, fick dich. Ja, laut den neuen YouTube-Regeln aus Amerika wäre ich jetzt, glaube ich, würde das, glaube ich, nicht gesendet werden. Naja, falls die Leute, die es vielleicht noch nicht mitbekommen haben, ja, YouTube hat in Amerika neue Verhaltensregeln für YouTuber. Sollte es durchkommen, auch nach Deutschland, sollte es so sein, ja, darf man nicht mehr Gewalttätiges zeigen und tralala und auch nicht mehr so großartig irgendwie was sagen. Also zum Beispiel so wie, fick dich oder keine Ahnung, tralala, ist sofort vorbei. Kriegst sofort einen YouTube-Bann und tralala. Und du musst halt dann... Ja, das Telefon. Da musst du halt nicht auf Monetisieren stellen. Also keine Werbung. Keine Werbung kassieren für deine Videos. Dann kannst du das wohl machen, aber auch nicht so überheblich. Ja, das ist, wie gesagt, momentan noch in Amerika, aber ganz ehrlich, das wird sowieso rüberschwappen, das weiß ich jetzt schon. Und,
Ja, das Telefon. Nimm mal erstmal hier den Milchshake mit und dann gehe ich ans Telefon und frage mich, wer da dran ist. Hallo, ihr ist lustiger Vogel. So, ja, wie gesagt, kundenmäßig ist hier echt viel los. Bei Nachtschicht, vor allem der Diner hat angeblich 24 Stunden offen, aber ich sehe nicht einen Kunden, ob er fressen bleibt hier liegen. Was ich aufräumen muss. Und ich glaube, das könnte der Föhn wieder... Nee, das ist, glaube ich, der... Oder? Ja, ist der Föhn. Im Herrenklo. Wetten? Oder? Nein. Es ist diesmal im Damenklo. Der lustige Vogel ist diesmal im Damenklo gewesen. Toll. Ich brauche nur ein Gericht, aber wo ist das? Ah, hier. So. Wieso ist die Stream-Quali? Passt das alles? Das geht alles, ne? Stream-Quali ist gut, ne? Das geht alles so. Dann gucken wir mal. So, wir haben alle Gerichte, Alter. Alter, 14. Schicht. Ich kann das gar nicht glauben. Alter, und 27 Zuschauer, seid ihr wahnsinnig? Vielen lieben Dank und willkommen zu Let's Play Live Show. Hallo und herzlich willkommen zu Joe's Diner im Live-Let's Play. Ich nehme das Ganze auf für YouTube. Ist gerade nicht so spannend, ich weiß. Alter, 28. Aber so richtig Horror ist halt nicht. Ich weiß nicht, wie es später wird. Chaos Queen. Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn man es nicht schafft. Oder wenn es zu laut ist. Was ist denn das jetzt? Achso, das ist der Föhn wieder, ne? Warte mal. Oh, wir haben es geschafft. Ich will es ja schaffen. Quali Supi, super. Ich will es ja schaffen. Ich will ja nicht erschrocken werden. Erschreckt werden. Ich möchte ja nicht erschreckt werden, weil ich will es ja schaffen. Deswegen beeile ich mich ein bisschen. So, hallo. Herzlich willkommen zum Aufräumsimulator. Hätte man den auch nennen können, das Spiel. Warte mal. Yeah! Willkommen zum Aufräumsimulator! So, vorbei. Das war's. Achso, von hinten fange ich an, ne? Habe ich ja gesagt, ist ja glaube ich, besser. Oh, ernsthaft. Und für das Geilste, ab Schicht 10, glaube ich, fing das an mit, dass hier irgendjemand irgendwie so ein Geist, angeblich der Indianergeist, Chipstüten verteilt auf dem Fußboden. Hier. Und die Chipstüten, anstatt er die einfach aufhebt, fängt sie an zu essen. Ich weiß nicht warum. Und der... Jetzt ruft er mich schon wieder an. Es ist zu laut, sagt er gleich wieder. Guck mal hier. Chipstüte. Ja, ist gut. Ich glaube, das wird gleich richtig stressig. Ich glaube, wir sind ja bei Stufe 15. Ich glaube, das kann noch richtig lustig werden. Weil wir müssen insgesamt 30. Die Hälfte haben wir jetzt. Ja, komm mal, jetzt geht's los. Nein. Alter, was? Jetzt fängt er schon an, hier so Hühnchen hinzulegen. Alter, ernsthaft. Ich gehe gleich beten. Auf den Beichtstuhl. Und dann lege ich erstmal meine Beichte ab. Eieieiei. Und ich brauche gleich definitiv erstmal eine Pause. Das ist mal wieder der Föhn wahrscheinlich im Damenklo. Weil er ja um Männerklo nicht geht, weil er wahrscheinlich um Männerklo nur angefasst wird. Entschuldigung. Da. Chipshüte. Chipshüte. Ja, es ist. Nee, ja, hab ich doch gesagt, im Männerklo. Nein, es ist der Föhn. Oh Gott, es ist der Föhn. Oh Gott, und das Telefon. Oh Gott, ich bin überfordert. Oh Gott. Ja. Ja, Joe Steiner am Apparat. Wir haben geschlossen. Wo ist denn hier? Ach, hier. Oh, ich muss die ganze Kacke ja aufräumen hier auch. So. Mülleimer. Guck mal hier, Quietschähnchen. Quick. Das ist der Kühlschrank. Der, über den kümmere ich mich aber gleich, weil ich jetzt erstmal die Tische aufräumen will. So. Drei Sachen müssen wir gleich noch. Lalalala. Hallo, Freunde. Nein. Ist doch nicht der Kühlschrank. Das ist die Eismaschine, ne? Oh Gott. Das hört sich so gleich an. Verdammt. So. Was ist das für ein Geräusch? Ehrlich jetzt. Was ist das für ein Geräusch? Ist am Stürmen draußen oder was?
Ich glaube, es ist Unwetter draußen. Ich weiß nicht, ich kann gerade nicht rausgucken, weil ich hier gerade noch zwei Gerichte aufräumen muss, wo ich nicht weiß, wo die sind. Oh Gott. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Ich glaube, ich habe im Augenwinkel gerade noch die Flasche gesehen. Hier. Nee. Hä? Da. Alter. Wie spät haben wir? Alter. Boah, alles klappt. Ja, was soll ich denn machen? Sorge für Ruhe. Der Fernseher läuft da. Ja. Was ist denn das für ein Geräusch? Warte mal eben. Ja. Wir machen an der Stelle auch für YouTube mal eine kurze, kleine, klitzekleine Folgenpause und sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Joe's Diner. Und dann räumen wir noch ein bisschen in den Diner auf und ich hoffe, dass wir noch ein bisschen mehr erleben werden, als wie nur permanentes Aufräumen. Und ich würde sagen, dann schaltest du wieder ein in der nächsten Folge. Also bis dann. Ciao.